Kann ich dieses Paradiesische noch kürzer sagen? Ja, aber dann... Die Tochter lebt wie in einem Paradies. Hm. Weil sie auch Playmobil-Figuren hat, die größer sind als Menschen. Und halt immer viel Spaß hat mit dem Oma. Und die ist auch echt süß. Wirklich süß. Chiha, darf man nicht sagen, aber sie ist süß, trotzdem. Und auch auf Französisch sehr zu genießen, der Film, weil er eben diese Schnelligkeit hat. Und ein sehr tiefes, emotionales Thema. Wegen Kind, die Mutter sagt, nee, hab keine Zeit, muss hier Anschlusstermine, willst du dich mal kümmern? 8 Jahre, dann melde ich mich wieder. Und dann, wo sie wiederkommt, ist es natürlich Spannung. So, plötzlich Papa, hast du gesehen. Ne? Habe ich gesehen, dann du nicht leider. Denk doch mal los. Wunderschöner Film, wirklich. Ich habe geheult am Ende, sehr emotional, warmherzig der Film. Er ist lustig, der Film, hat eine unheimliche Tiefe, weil es eben auch ein erstes Thema ist. Mhm. Na, Oma sieht, zieht ja die Tochter auf, Clemens Poesie kommt hin, er fühlt ein Hallodri-Leben. Ne? Hier eine Frau, ein bisschen Party, ein bisschen trinken. So, und dann kommt sie plötzlich und sagt, hier ist dein Kind und sagt, ja, hier, nimm, halt das mal kurz. Und sie haut einfach ab und er muss sich halt ums Kind kümmern, fliegt nach London, hat plötzlich einen Sinn in seinem Leben. Und dann sieht man, wie sie sich jetzt so entwickeln. Dann irgendwann hat sie ein bestimmtes Alter, unheimliche Chemie zwischen den beiden, schauspielerisch sensationell, aber auch alle Beteiligten. Und sehr, also nee, das sage ich nicht, aber es ist wirklich, also man fühlt sehr mit und geht immer noch einen Schritt weiter, der Film, als man denken würde, wenn man sagt, okay, jetzt ist Schluss, ist aber nicht, 80 von 80. Hui! Ja, ich war wirklich hin und weg von dem Film und gucke mir auf jeden Fall nochmal an. Vielleicht mit mir, Alter. Ja, würde ich auch mit dir machen, Lev, weil du bist... Nee, lass das ruhig mal. Achso. Was sagst du zu dem Film? Ich bin angeteased. Angeteased. Was hat dich am meisten angeteased? Ich glaube, viel auch deine Art, das zu erzählen, weil das machst du natürlich ganz toll, ne? Ja, ich bin ein emotionaler Typ, der eben auch Ecken und Kanten hat. Das erwarten die Leute von mir, das wollen die Leute von mir, das lieben die Leute von mir. Und das wollen sie auch ein Stück weit auch bei jeder Review ein bisschen haben.